Willkommen bei Fallout Shelter. Ja, Leute, wir werden mal gucken, was unsere Bewohner machen. Wir wollen einfach mal ein kleines Update. So, dann gucken wir mal. Na toll. Einigermaßen okay noch. War aber schon mal besser, ne? Wir schwächeln ein bisschen. Sammeln erstmal. Sammel. Alles. Oh, es kommt jemand Neues. Sehr, sehr schön. Das ist gut so. Henry Jones. Wieder ein Mann. Mann. Wir brauchen Damen. Hier haben wir jede Menge Erfahrung. Wir haben ein Baby. Auch wieder ein Mann. Mann. Wir brauchen Ladies. Hier haben wir einmal Dame. Du darfst jetzt. Nee, da wollen. Komm dann hier. Die sind fertig trainiert oder haben wieder ein bisschen trainiert. Das ist sehr gut. Hier haben wir noch ein Baby. Oh, noch ein männliches Baby. Mann. Das ist nicht gut. So. Und wir haben. Hier ist alles okay. Jetzt haben wir wieder zwei männliche Kinder. Dumm. Wo haben wir ihn? Hier haben wir auf jeden Fall noch jemanden, der auch gelernt hat. Der ist so in der Ecke, den sieht man da gar nicht. So, und wir haben noch einen männlichen Bewohner. Ist zwar ganz nett, aber ne? Wo stecken wir dich denn mal hin? Du bist. Okay, E könnte ins Lager. Sie hat auch eine Waffe. Wollen wir dich mal ins Lager? Ja, komm, du gehst ins Lager. Zack. Und wir sammeln. So, und wir haben. Einmal, was ist er denn hier? Er ist von allen ein bisschen, aber nur ein bisschen von allem, ne? Komm, wir bringen dich mal. Du darfst mal lernen gehen, hier. So, Raum entriegelt, das ist hervorragend. Ich glaube, wir haben jetzt endlich den Garten freigeschaltet. So, das finde ich ziemlich gut. Du darfst erstmal reinkommen. Willkommen bei uns. Name kenne ich jetzt schon wieder, weiß ich wieder nicht. So viele Namen. Wird schwierig, ne? Die alle zu behalten irgendwann. Ich glaube, da gebe ich bald bei auf. So, einmal Wasser. Und wir haben noch Personen im Ödland. So, gucken wir mal. Oh, er hat schon wieder radioaktive Seuche. Gucken wir mal. Aber dafür Waffen. Sehr, sehr gut. Und Scott Miller holen wir auch wieder zurück, dass er nicht die ganze Nacht über im Ödland laufen muss. Also du kommst nach Hause. Und wir werden dich morgen dann bei uns wieder erwarten, ne? Und Duda, er hat viel Klamotte, das ist auch okay, aber ne? Auch du darfst wieder nach Hause kommen. So. Das ist erstmal gut so, das dauert sowieso noch eine Zeit, bis die wieder da sind. Ist das soweit erstmal in Ordnung? Hier ist alles auf jeden Fall in Ordnung. Hier auch. Bei euch ist alles gut.
So, das ist hervorragend. So. Wir werden aber vermutlich vielleicht ihn sogar auf Erkundung schicken. Dass wir vielleicht einen noch losschicken. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken gleich mal. Vielleicht machen wir das auch morgen. Dass er noch erst einmal ein bisschen lernen kann, wenn er möchte. Wäre ja auch okay, ne? Hast du jetzt hier gar nichts an, ne? Für E haben wir aber auf jeden Fall was. Irgendwas, was du noch anziehen kannst. Eine Lederrüstung, Ödland, das ist, sieht so doof aus, aber wir ziehen es dir an. So. Dumm, dumm, dumm. Feuer. Oha, bei uns im Büro. Hier, aber schwupp dich. Zack. Und du auch. Solltet ihr hinbekommen, hoffe ich. So. Könnt ihr mal ein bisschen was machen. Und wir, schaffen die beiden das? Ich hoffe, ne? Also eigentlich sollten sie es schaffen. Ja. Wird klappen, hoffe ich. Los, strengt euch an, es ist Feuer. So. Wir gucken mal. Nach. Nee, wir gucken hier, genau, hier. Nach dem Garten. Das müsste jetzt als. Genau. Das finde ich so genial. Beweglichkeit. Also, Bewohner hier zuweisen, um Nahrung zu produzieren. 1200. Würde ich echt gerne haben. Finde ich ziemlich genial. Schade ist es irgendwie, dass die hier nichts kriegen, wo sie sich wohlfühlen. Ich meine, es ist Nahrung, das ist gut so. Aber, ne? Irgendwie so ein bisschen, wo sie happy werden, wäre nicht schlecht, ne? Wie groß ist ein Garten? Ein Garten bauen. Ach, das ist so klein. Ja, schade, ne? Komm, dann machen wir das anders. Wir werden hier nochmal einen Fahrstuhl zwischenbauen. Und überlegen uns dann, wir werden hier dann einen Garten hinbauen und vielleicht hier den Friseur. Passt der Friseur dahin? Friseur. Ja, der würde dahin passen. Dann machen wir hier so. Dann ist das auch noch so ein bisschen nah an dem Wohnbereich hier. Dann ist das okay so, denke ich. So, dann bauen wir... Passt denn der Garten dann sonst da auch noch hin? Mit, ja, ach ja. Mit Fahrstuhl, meinte ich. So, dann machen wir... Als erstes bauen wir hier noch weiter einmal einen Fahrstuhl. Runter. So. Bauen wir hier nochmal. Zack. Und dann bauen wir als nächstes Friseur. Friseur. Den bauen wir hier hin. So. Das ist sehr gut. Ach, guck mal, mit einem kleinen Roboter. Das ist ja niedlich. Gut, das ist schön. So, erstmal alles hier wieder einsammeln. So ein bisschen. So. Das ist hervorragend, hervorragend. So, dann warten wir jetzt erstmal ab. Wir sparen erstmal wieder ein bisschen, natürlich. Und dann bauen wir als nächstes den Garten. Das müsste ja funktionieren.
Sieht ja lustig aus, das Ding hier, ne? Was brauchen wir hier? C. Braucht hier irgendwer eine Frisur, eine neue? Hier, du vielleicht? Du könntest doch noch mal... Hier, du gehst mal zum Friseur. Mal gucken, was passiert. Da gucken wir jetzt mal zu. Was er hier macht. So. Oh, gleich ist er da. So, machen wir. Ach, guck mal, dumm, dumm, dumm steht da jetzt auch gerade. So. Das ist gut so. Ach, er hat sogar auch eine Waffe. Anpassen. Frisur 17. Ach so, wir können ihm jetzt tatsächlich eine neue Frisur machen. Frisur 20. Was haben wir denn alles für Frisuren? Wollen wir das machen? Nein, machen wir nicht. Ja. Ach so. Und das ist dann, das kostet dann zufällig. Was ist denn zufällig? Frisur 6, Haarfarbe 5. Sieht ja cool aus. Kostet 600 Öcken. Machen wir jetzt nicht. Na, das können wir dann machen. Aber wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, da sparen wir ein bisschen drauf. Dann machen wir ihm eine neue Frisur. Oh nee, komm. Hier, dann gehst du mal gleich damit hoch. Los. Hast du eine Waffe? Hier, nimm die. Was Besseres haben wir gerade nicht zur Hand. Strengt euch an. Hier, Roboter, hilf auch mal mit. Oh, Gott sei Dank. Immerhin hat geklappt. Das ist ja schon mal hervorragend. So. Hier sammeln wir gerade noch mal ein. Komm, dann gehst du erstmal noch mal irgendwo anders hin oder so. Oder bleibst du einfach da? Nee, komm, wir bringen dich hier hoch wieder. So. Erstmal alles soweit gut. Ja, unsere Leute sind auf dem Weg nach Hause. Das ist hervorragend. Wir könnten ihn eigentlich auch losschicken. Den wir gerade eine neue Frisur anpassen wollten eigentlich. Vielleicht sammelt er noch mal ein bisschen was. Du bist doch, wie bist du ausgerüstet? Mit was denn? Hier. Jagdflinte ist natürlich auch nicht so der beste Schutz, ne? Was bist du denn hier? Du, ach, du bist eine Dame. Das ist natürlich auch nicht... Du hast gar nichts. Pass auf, wir tauschen einfach die Waffe. Gleich. Und, wir schicken... schicken wir ihn los. Wir könnten ihn eigentlich auch losschicken. So, du bekommst das nicht, sondern du bekommst abgesiegte Schrotflinte, Jagdflinte. Obwohl, naja, 5 bis 6 rostige abgesiegte Schrotflinte ist ein bisschen besser, komm. Dann geben wir dir das, was ein bisschen besser ist. Hier. Das Ding. So. Und schicken dich ab in die Wildnis. Dann kannst du nochmal erkunden. So, jetzt. Zack.
Er bekommt von uns auf jeden Fall so. Und ab geht die Post. So. Da-da-da-dit. Du hast jetzt keine Waffe mehr, dafür hast du jetzt die. Lassen wir ihn jetzt einfach mal ein bisschen noch laufen. Kein Problem. Und wir sammeln erstmal, ja, unsere anderen beiden, die kommen dann ja erst wieder, ne? So, mach's gut. Wie sieht's bei euch aus? Ja. Brian ist wieder gut dabei. Und geht's wieder besser. So ist es erstmal alles okay, ne? Wenn jetzt nicht irgendwelche komischen Viecher hier wieder durchlaufen, dann, das finde ich ziemlich genial, das Ding. Dann wird das schon, hoffe ich. Ihr lernt mal gut. Hier haben wir alles im grünen Bereich. Das ist sehr, sehr schön. Wir gucken gerade mal. Die kehren heim. Er erkundet, kein Problem. 2 Stunden jeweils. Also die haben noch ein bisschen Weg vor sich. Kriegen wir schon hin, ist aber kein Problem. Ihr seid da soweit gut. Erstmal alle ausgerüstet. Wir könnten hier nochmal Klamotte wechseln. Was habt ihr denn hier noch? Intelligenz, gepunktetes Kleid. Komm, du kriegst ein Kleid. Und du da? Du kriegst irgendwas mit C oder so vielleicht, so ein bisschen. Haben wir irgendwas im Angebot? Ein Schlafanzug? Nein. Machen wir nicht. So, komm, dann sammeln wir erstmal wieder ein, dass es hier weitergeht. Und gucken mal. Ja, wir müssen jetzt warten. Unser Held ist jetzt erstmal wieder on Tour. Die anderen sind auf dem Rückweg. Da, ja. Ich hoffe, er findet ein bisschen was und ich hoffe, er überlebt es vor allen Dingen, ne? So. Hier sieht sonst alles gut aus. Hier haben wir noch jemanden, der nichts anhat. Beide haben nichts an. Das ist natürlich nicht gut. Du bist alles ein bisschen. Dann können wir dir ja auch irgendwas geben, ne? Komm, dann kriegst du P. So, was hast du hier? Du hast zumindest ein bisschen, zwei, Lederrüstung, Mechaniker overall. Ödland-Ausrüstung, Ödland-Sanitäter. Schlafanzug ziehen wir dir natürlich nicht an. Ja, hier komm, du kriegst einen. Wie sieht das denn aus? Wir können ja mal gerade mal gucken, sehen wir oder sehen wir nicht. Können wir noch ein bisschen verteilen vielleicht? Ja. Hier, die beiden haben auch noch nichts. Was seid ihr denn hier nochmal? Ihr arbeitet für A. Komm, dann kriegst du nochmal einmal ein bisschen A dazu. Und du hier auch. Bitteschön. Sieht da fast gleich aus. Ihr könnt dann noch irgendwo... Ach, ihr könntet dann eigentlich auch... In dem, im Garten arbeiten, wenn wir einen Garten gekauft haben, ne?
Weil hier haben wir voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf jeden Fall. Und hier glaube ich auch. Na, 1, 2, 3. 4, 5, 6, genau. Da haben wir alles voll. Da machen wir, wenn wir genug Geld haben, wie teuer war so ein Garten? Der ist noch verdammt teuer, ne? Ups, was ist hier los jetzt? Garten. Das will er nicht. Was haben wir hier jetzt? So. Irgendwie kleine Störung oder was? So, immer noch. Garten bauen. Ups, aber es geht. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so schnell machen, aber nun gut, dann haben wir ihn jetzt da, dann ist es gut. Da bauen wir aber noch einen daneben. Und warum auch immer da kein Bild bei ist, aber wir machen ihn so. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht hübsch aus. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Vielleicht machen wir das hier runter und hier die ganze Dings nochmal, Garten. So, dass wir bei uns im Bunker ja auch ein bisschen Garten haben. Dann dürft ihr beiden da auch gleich hin. Du und du auch hier. Sieht toll aus, gefällt mir gut. So. Dann bitte einmal weiter, dann können wir auch hier jemanden wieder trainieren lassen. Gucken wir mal, wen wir trainieren lassen auf A. Was haben wir denn hier noch? Auf jeden Fall Glück. A ist hier nicht so wirklich. Du hast auch nicht wirklich viel A, ne? Und du auch nicht. Schade, schade, schade. Komm, dann geht ihr mal trainieren hier oben. Einmal. Und nehmen wir dich. Oder dich. Dumm, dumm, dumm. Sehen wir ihn irgendwo? Gute Frage. Sieht nicht danach aus, ne? So, was haben wir denn hier noch? Du bist 10. Ja, gut, das ist klar, weil du jetzt da sitzt, vielleicht auch, ne? So, du auch. Ja, wir stecken dich auch mal hier trainieren. Wie sieht's bei euch aus? Ja. Macht mal noch ein bisschen. Kein Problem, kriegen wir hin. Eigentlich müssten wir hier unsere Herren ein bisschen auf Glück trainieren, ne? Weil wir ja meistens Männer auf Erkundung schicken. Also sollte es eigentlich so sein, dass wir ja männliche Bewohner losschicken. Hier ein bisschen spielen erstmal. Ne, ihr beiden? Was könntet ihr eigentlich mal machen? Ihr seid eh. Wie weit bist du in E? Na, okay, komm, oder wir machen es morgen, dass wir nochmal die Leute, die auch auf Erkundung gehen sollen, dass wir die dann auch Glück trainieren lassen. Na? So.
Mach mal. Das sieht alles sonst erstmal soweit gut aus. Den Garten finde ich super schick. Und auch den Friseur, muss ich ja sagen. Na, vielleicht machen wir hier eine Reihe so Garten hin. Einfach, dass sich die Leute auch ein bisschen besser wohlfühlen. Bisschen grün bei uns hier im Bunker. Wird nicht schaden. Hoffe ich. Na, Brian? Was trainiert ihr da eigentlich jetzt? Ihr seid da auch schon ziemlich gut, ne? Ein bisschen könnt ihr noch. Ja, das kriegt ihr wohl hin. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Also, das Feuer solltet ihr löschen. Hoffe ich. So. Und dann gucken wir gleich mal, was unser Mann im Ödland schon erkundet hat. Aber wir werden ihn auf jeden Fall noch ein bisschen weiter laufen lassen, denke ich mal. Schafft ihr das jetzt? Heute? Hier brennt es noch. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. So, macht mal. Alles gut? Hervorragend. So, komm, wir gucken, was er jetzt hier schon erkundet hat. Er hat ein paar Kronkorken schon mal gefunden. Das ist sehr, sehr gut. Er hat ein bisschen Schaden erlitten. Er hat aber auch noch dabei. Kein Problem. Wir lassen ihn noch ein bisschen weiterlaufen. So. Und doch noch. Das ist gut so, siehst du. So. Dich lassen wir einfach ein bisschen laufen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt mal abwarten, dass die anderen beiden wiederkommen. Gucken wir gerade nochmal, ob wir dumm noch irgendwo hier finden oder halt nicht. Hier haben wir Mr. Handy. Ich sehe jetzt erstmal hier niemanden. So. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Ja, dann ist er halt weg. Irgendwann sehen wir ihn wieder. Auf jeden Fall. Da mache ich mir keine Gedanken drum. Aber Leute, wir werden jetzt wieder ein bisschen Geduld brauchen, dass wir ja unsere Heimkehrer und gucken dann, sammeln dann, werden dann anfangen, noch ein bisschen Klamotte zu verkaufen. Die haben ja ein bisschen gesammelt. Ich hoffe, dass der andere Bewohner dann auch noch ein bisschen was gefunden hat. Jetzt über die Nacht hinweg werden wir ihn im Ödland lassen. Und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.